Hallo Lieben, ich bin die Kim und heute gibt's von mir eine Rezension zu Feuerhimmel, Sterne, Nacht von Audrey Coldhurst. In diesem Buch geht es um eine Prinzessin, die schon seit ihrer Kindheit einem Prinzen versprochen ist und jetzt ist sie, glaube ich, 16 Jahre alt ungefähr und geht in das Königreich von diesem Prinzen, um ihn zu heiraten, verliebt sich dann aber in dessen Schwester. Außerdem hat sie noch das Problem, dass sie Zauberkräfte hat und sowohl in dem Königreich von ihrem zukünftigen Mann als auch in dem Königreich, aus dem sie kommt, sind Zauberkräfte nicht sehr gut angesehen und deswegen probiert sie das zu unterdrücken, was natürlich noch zu ganz anderen Schwierigkeiten führt. Ich habe diesem Buch nur 3 Sterne gegeben. Ich fand, die Charaktere in dem Buch sind einfach nicht wirklich herausgearbeitet worden. Bis auf die beiden Hauptcharaktere, die beiden Prinzessinnen, hat eigentlich keiner wirklich einen Charakter und auch diese beiden sind meiner Meinung nach nicht gut entwickelt. Und ich muss auch sagen, das ganze Buch über habe ich einfach nicht eine Verbindung zu diesen beiden Charakteren gefunden oder zu irgendjemand in dem Buch. Also da gab es einfach keine Verbindung. Und ich finde auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden hat mich nicht mitgenommen. Also ich finde die Liebesgeschichte gut, ich finde die Idee gut und ich sehe auch, wo es geschrieben wurde in dem Buch, aber ich fühle es einfach nicht. Und ja, das ist halt für mich einfach ein ziemlich großer Negativpunkt, dass ich einfach nicht wirklich in das Buch reingekommen bin. Und ja, also für mich, wie gesagt, die Charaktere waren eigentlich fast nicht existent. Trotzdem habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben, weil es sich einfach sehr leicht hat lesen lassen. Ich bin super durchgekommen. Es war ein angenehmes Buch zu lesen. Und vor allem der Punkt, der mir am meisten davon gefallen hat und der Punkt, warum auch dieses Buch so in aller Munde gerade ist, ist die Diversity. Ich sage jetzt Diversity in Anführungszeichen und kein deutsches Wort dafür, da ich ehrlich gesagt das deutsche Wort dafür nicht weiß. Also natürlich kann ich Diversity übersetzen, aber ich weiß nicht, welches Wort man wirklich verwenden würde. Es ist ja gerade im englischsprachigen BookTube so, dass Diversity riesengroß geschrieben wird. Jeder bemüht sich darum, mehr diverse Books zu lesen und er wird ein super Augenmerk drauf gelegt. Im deutschen BookTube ist mir das aber noch eigentlich überhaupt nicht untergekommen und deswegen weiß ich dafür leider auch jetzt keine richtige Bezeichnung, weil ich da so im Deutschen noch nie wirklich Kontakt dazu hatte. So, zumindest mit dem Wort, natürlich mit der Philosophie dahinter schon, aber halt nicht mit dem Wort. Deswegen Diversity. Und da muss ich sagen, es war einfach super. Zum Beispiel, dass sich eben die Prinzessin in eine andere Prinzessin verliebt hat, war überhaupt kein Problem eigentlich, außer natürlich, dass sie schon jemand anders versprochen war. Natürlich war das ein Problem. Aber ob jemand lesbisch ist oder schwul oder sonst irgendwas anderes, interessiert in dieser Welt eigentlich überhaupt nicht. Und es wird auch nicht wirklich drüber geredet. Also es wird nie gesagt, hey, die eine Prinzessin ist bi, die andere ist lesbisch und der ist schwul und der ist das. Überhaupt nicht. Das ist total uninteressant. Es wird halt mal beschrieben irgendwie, sie tanzt und dann muss sie aufpassen, dass sie nicht in die 2 Männer reintanzt und dann muss sie nicht aufpassen, dass sie in den Mann und in die Frau reintanzt. Also so, es wird komplett ganz normal beschrieben. Wenn die Leute beschrieben werden, wird halt mal beschrieben, ob sie einen Mann oder eine Frau haben oder mit wem sie da jetzt sind. Aber es wird überhaupt kein Augenmerk auf die Sexualität gelegt und das finde ich super. Also in dieser Welt ist es wirklich so, die Leute suchen sich ihren Partner danach aus. Na, jetzt wollte ich schon fast sagen, wen sie lieben, aber natürlich nicht. Es spielt ja an einem Königshof. Natürlich, die Leute suchen sich den Partner danach aus, wie viel Macht er hat oder welche Stellung er hat, wie viel Geld er hat, solche Sachen. Aber Sexualität spielt einfach keine Rolle, was ich fantastisch finde. Das nächste, was auch wahnsinnig genial ist, ist einfach die Geschlechterrollen in diesem Buch, weil die spielen nämlich auch überhaupt keine Rolle. Es sind Frauen in jeder Position, in jedem Stand, in jedem Job gibt es auch Frauen und auch hier wird überhaupt kein Augenmerk drauf gelegt. Zum Beispiel ist in diesem Buch eine Frau die Chefin der Palastwache. So, in einem anderen Buch wäre es oft so oder auch in einem Film oder in der Serie, dass nochmal erwähnt wird, wie gut sie ja ist, dass sie das als Frau geschafft hat. Ja, oder es wird halt einfach nochmal betont, wow, eine Frau ist Chefin der Palastwache. In dem Buch überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, also wenn nicht irgendwie Klamotten beschrieben werden würden oder vielleicht Namen genannt werden würden, würde man überhaupt nicht wissen und auch überhaupt nicht drüber nachdenken, wer in diesem Buch ein Mann und wer eine Frau ist. Weil es wirklich einfach keinen Unterschied macht. Und das finde ich fantastisch. Das ist genau die Welt, in der ich eigentlich leben möchte. Und ich glaube, die Welt, auf die wir alle so ein bisschen hoffen und darauf hinarbeiten, dass es irgendwann so sein wird. Und das ist in diesem Buch so genial beschrieben.
Also nur dafür hätte ich eigentlich 5 Punkte gegeben, weil das wirklich fantastisch ist. Also das kann ich gar nicht mehr loben. Ja, mehr gibt es von meiner Seite zu dem Buch eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich habe noch eine Rezension dazu auf meinem Blog geschrieben und bei Goodreads, wenn euch das interessiert, könnt ihr das ja lesen. Aber so eigentlich ist das schon alles. Es sind einfach diese Sachen, die mir halt nicht gefallen haben, die das Buch ziemlich runtergezogen haben, wie eben die Charaktere, dass sie nicht entwickelt waren. Aber diese Diversity, das macht einfach alles wieder weg. Und auch die Handlung an sich fand ich jetzt ziemlich normal, muss ich sagen. Nichts Besonderes, aber auch nichts Negatives. Einfach durchschnittlich und deswegen hat das Buch von mir auch 3 Sterne bekommen. Einen spoilerischen Teil von dieser Review gibt es nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dabei irgendwas sprechen zu müssen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Wenn ihr das Buch auch gelesen habt, schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt oder generell, was ihr zu dem Thema Diversity sagt. Vielleicht auch, wenn es dafür ein super deutsches Wort ist. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich abonniert. Tschüss!